Herzlich willkommen zurück zu Dice Your Luck, Dark Souls 3, Übung 2. Ja, wir holen uns unsere Seelen zurück. Ich glaube, ich habe die irgendwo vergessen. Glaube ich, wirklich. Oder ist es so? Nein, nicht trinken. Die Steuerung. Ich werde nur meine Seelen wieder haben. Dankeschön. Ich finde die aber gerade nicht. Ja gut, wisst ihr was? Ich hau jetzt ab. So. Ich reise jetzt, da ja nicht abgestimmt wurde, einfach mal dahin, wo ich will. Und zwar nehmen wir uns mal was Kleines vor. Die Kathedrale des Abgrunds. Ja. Fangen wir mal hier an, in der Kapelle der Läuterung. Dann üben wir halt hier ein bisschen. Denn das Dark Souls 3 DLC Nummer 2, The Ringed City, kommt immer, immer näher. Und noch, glaube ich, dann 2 Wochen, also noch weitere 2 Übungsfolgen, wo ich hoffentlich nicht die Fake-Taste benutze, um zu blocken, sondern um dann wirklich mal eine Flask zu nehmen. Bin schon gespannt. So. Gehen wir außen rum oder bleiben wir gleich hier drin? Ich glaube, wir bleiben gleich mal hier drin, wa? Dann gehen wir mal hier den Weg. Der ist, glaube ich, optional gewesen, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn mich nicht alles täuscht. Es war einmal ein Fahrstuhl und den hole ich mir jetzt. Hier kann man auf jeden Fall eine ganze Menge eigentlich üben. Aber die Folge heute wird nicht ganz so lang werden. Also nicht so die 30-Minuten-Marke knacken, sondern eher so die 20 Minuten. Weil es ansonsten eigentlich ein bisschen zu lang wäre. Und für das DLC sind natürlich 30-Minuten-Folgen garantiert. Das wird hier nicht so sein wie bei der Singleplayer-Roadmap mit 40 Minuten. Das wäre ein bisschen zu lang. Allgemein werde ich das ja ändern. Wenn das Video hier draußen... Ja gut, ja, weil es nicht so helle. Hey, ich würde sterben. Wenn das Video hier draußen ist, gibt es ja, glaube ich, sowieso eine weitere Folge der Singleplayer-Spiele. Und ab diesem Spiel dann werden es 30 Minuten folgen und nicht... Oh, das ist... Das lebt ja wirklich, stimmt ja. Dieser ekelhafte Schleim. Stimmt, der Riese ist weg. An den kann man auf jeden Fall nicht mehr üben. Das war ja irgendwie so. Oh nein, das sind die Selbstmordattentäter. Der war jetzt aber ganz schön schwer. Hä? Ist der neu ges... Bond? Da hinten sind diese komischen Typen. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um die hier. Zack, zack, zack und zack. Oh, da ist natürlich noch ein, einer mit einer Axt. Und wo der hier herkam, gibt es bestimmt noch eine ganze andere Ecke mehr. Und ich wollte mich mit Dreieck gerade heilen. Ach ja. Nehmen wir mal eine Flask. Viele glauben, denken wahrscheinlich jetzt auch eigentlich, wo ist denn Nio? Ich wollte doch Nio Let's Playen und, also was heißt Let's Playen? Ich mag dieses Wort einfach nicht, zeigen. Und spielen und aufnehmen und hast du nicht gesehen und durchspielen. Ja, wollte ich auch und es wird auch noch irgendwann kommen. Aber ich habe momentan einfach keine Zeit, weil ich noch so viele Battle Projects habe. 3 Stück, glaube ich, oder 4 sogar. Ich habe MWR. Der muss schon fast kotzen hier, der Typ. Der hier auch. Mensch, bin ich so zum Kotzen, ja? Oh, ich kann mich nicht heilen, glaube ich. Ja. Macht nichts, wir machen ja auch so platt. Guckt es euch an. Oh, der ist ja... viel Schaden hat das jetzt nicht gemacht. Ich hätte jetzt mehr erwartet. Aber umso besser. Ich habe MWR, ich habe Rainbow Six. Und
Und For Honor habe ich noch, genau. War's das? Ich glaube ja. Aber. Oh, what the hell? Moment. Wait, what? What? So. Wenn eins der Battle-Projekte weg ist, dann wird es erstmal ein bisschen mehr endlos geben. Und ich will ja auch eigentlich, also das wollte ich eigentlich nicht sagen, das werde ich auch nicht sagen. Stimmt, ich werde das nicht sagen. Also ihr wisst, Nioh wird irgendwann kommen. Vielleicht nicht mehr dieses Jahr, aber es wird auf jeden Fall noch kommen. Und falls es kommt, dann bitte nicht spoilern. Das Spiel ist jetzt schon eine ganze Ecke draußen und man hat locker schon alles gesehen vielleicht, aber ich möchte da echt so wirklich so gar nicht gespoilert werden dann. Denn für mich wäre es dann komplett blind, genau wie bei Dark Souls 3, als ich auch komplett blind aufgenommen habe. Hat auch super viel Spaß gemacht. Nee, 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 du nicht. So, wo sind hier die... Kommst denn du jetzt her? Mann, ist der flink. Also es kommen noch so... Ich sehe ich. Ein paar Überraschungen auf euch zu. Hat der gerade den Gruß gemacht? Ich hab's gesehen. Er hat den Gruß gemacht. Da bin ich schon echt gespannt, wie ihr darauf reagiert. Aber gut, ihr wisst ja, Kanalstrukturänderungen gibt es ja oft bei mir. Und das wird dieses Jahr auch noch so ein- oder zweimal passieren. Scheiße. Ja, den Typen da oben kenne ich noch. Den Wichser. Wie komme ich denn da nochmal hin? Ah, das war nicht mal kompliziert. Das war durch einen Fahrstuhl. Irgendwie. Da muss ich ja jetzt eh hin, weil sonst verlassen wir ja die Kapelle. Und die will ich ja nicht verlassen. Also klar, die Kapelle ist nichts gegen das Erzdrachengebirge. Also ich habe schon eins der schwierigsten Gegenden, der schwierigsten Gegenden ausgesucht. Zwar einer der kleinsten Gegenden, aber auf jeden Fall eine, wo die Gegner noch Wumms drin haben. Was jetzt hier natürlich nicht mehr der Fall ist mit unserer krassen Drachenritterrüstung und unserem Level von 110. Und das ist noch nicht mehr im New Game Plus. Ich werde auch The Ring City nicht im New Game Plus spielen. Aus dem einfachen Grund, ich habe jetzt momentan nicht mehr die Zeit, Dark Souls 3 bis auf New Game Plus weiß ich wohin zu spielen. Und zweitens möchte ich die DLCs wirklich so spielen, wie sie auch halt eigentlich, sage ich jetzt mal, gedacht sind als in normaler Schwierigkeit. Ich will eigentlich aufs Dach. Ich glaube, ich weiß wieder, wo es da lang geht. Man musste zum anderen Weg hier. Es gibt ja zwei Türen, ne? Ja, hier ist es genau. Wenn ich jetzt noch den Schalter finde, hier. Gut. Ich habe ja schon gesagt, eine neue Live-Season wird nach der nach Ring City auf jeden Fall kommen von Dark Souls 3, die allererste Live-Season. Und dann bin ich schon mal gespannt, wie es dann weitergeht. Ich werde euch immer auf den Laufenden halten. Es wird auch wahrscheinlich nächste Woche noch ein Infovideo kommen. Das weiß ich aber noch nicht. So, hierfür muss ich jetzt, um ganz da unten zu kommen, hier rum. Genau, und dann hier. So war das ja. Wir gehen noch mal rollen. Ach ja, natürlich.
So, das bisschen Schaden nehme ich natürlich hin. Was soll ich denn sonst damit machen? Ich kann ja nicht sagen, nee, den will ich jetzt nicht haben. Sorry. Alter, geh mich auf den Piss, ey. Nee, hätte er sein können. Aber ich glaube, hier habe ich auch schon mal alles abgeschlagen. Hier gibt es dann sonst nichts mehr. Außer diese eine versteckte Wand. Die hier war, genau. Da gibt es dann die dicken Gegner. Um die wir uns ja auch noch kümmern wollen. Wenn ich irgendeinen Punkt erreiche, trigger ich ihn. Aber irgendwie tue ich das gerade nicht. Ah, jetzt erst, okay. Lol. Weg ist er. Okay. Ist nicht mein Problem. Warte mal, war hier nicht auch noch eine Wand? Eigentlich? Nee. Es gab doch zwei von diesen Wänden. Ist sie hier? Komisch. Nee, keine Ahnung. Oh, wo kommt er denn jetzt her? Wo kommt der denn jetzt her? What the fuck? Okay. Interessant. Ach, hier ist die andere gewesen, stimmt. Oh, hier wird's jetzt nochmal geil. Also, oh, Frame Drops. Das Spiel ist ja auch nicht PS4 Pro Enhanced, so wie Horizon. Aber das neue DLC, obwohl DLCs machen ja eigentlich nichts mit Enhancing. Oder halt bessere Auflösung. Autsch. Ja, die geben halt wirklich, die machen halt kaum Schaden. Ist ein bisschen schade. Aber ein bisschen mehr üben muss man halt schon. Gerade auch ein paar Sprungpassagen müssten wir eigentlich mal üben. Aber gut. Da kenne ich mich jetzt nicht... Oh, das war knapp. Da kenne ich mich jetzt nicht so gut aus, dass ich weiß, da sind die geilen Sprungpassagen. Doch, doch, der hatte mir gerade einiges zu schaffen gemacht. Und irgendwo war hier gerade jemand, der geschossen hat. War das der Typ da gerade eben? Der da hinten? Der da? Kann der schießen? Der hat eine Crossbow! Was ist denn das für ein Wichser? Das wusste ich gar nicht mehr. Ja gut, wenn er die ganze Zeit nachladen will und nicht sein Schild nimmt, kann ich ja auch nichts ändern. So, wie kommen wir hier runter? Da. Ja, der Fallschaden gibt schon ordentlich, also das gibt schon ordentlich Fallschaden. Hier muss man echt ein bisschen aufpassen eigentlich. Aber mache ich ja. Ah, die Viecher, ey. Sind so ekel. Oh, what the fuck, wo kommen die denn alle her? Oh nein, Igitt, bitte nicht. Ah. Sind so laufende Dame oder so. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Gedärme. Laufende Gedärme. Oder kriechende Gedärme. Ach. Guckt euch an, wie die alle an der Decke hängen. Das ist so widerwärtig. Ja, jetzt lasst mich doch mal was machen. Ihr ekelhaften Kack. Die kotzen ja sogar. Ich bin schon echt auf die Gegner gespannt, ne? Die dann mit dem DLC dazukommen. Weil ihr seid so die ekelhaften Verschmutzer. Irgendwie droppen die Gegner auch gar nichts mehr. Kann das sein?
Ja, hier hinten ist ja sowieso das ekligste aller Ekligen. Hier sind diese komische, wie heißt die? Annabelle, Annemarie? Bäh. Die ist schon seltsam. Ja gut, jetzt sind wir hier fertig. Wo könnten wir denn noch hin? Eigentlich mal hier runterspringen irgendwie, wa? Geht das? Oder geht das nicht? Ich glaube, das geht nicht. Ach, so eine Roomtour durch die ganze Welt von Dark Souls. Oh, ups. Um nochmal zu sehen, wie geil das Spiel doch eigentlich ist. Also ich muss sagen, mir gefällt jedes Dark Souls. Und Dark Souls 1 habe ich ja leider noch nicht durchgespielt. Muss ich irgendwann mal nachholen. Vielleicht sogar als Projekt. Weiß ich nicht. Muss ich mal gucken, wie ich Zeit und Lust dazu habe später. Dann wird dafür mal nur ein Battlespiel kommen. Da muss ich mir aber echt überlegen später, was für ein Battlespiel nicht kommen soll. Naja, ist ja noch Zeit bis zu einem Let's Play von Dark Souls 1. Ja, Let's Play schon wieder dieses Wort. Man findet aber auch keinen anderen Begriff dafür. Holy moly, ey. Ja, okay, du kannst sowieso nichts. Und ihr beiden hier könnt auch nichts. Oh, der hat was fallen gelassen. Seit langem mal wieder. Kleine Titanitsche, aber okay. Ja, das geht klar. Nee, da unten ist, glaube ich, jetzt nichts mehr. Ja gut, das ist jetzt nicht so ein langes Dice-O-Lock-Video, das weiß ich. Weil hier bin ich jetzt auch so gesehen eigentlich schon fertig. Ich frage mich ja, wo das Startgebiet ist für The Ringed City. Die Kathedrale war ja Ashes of Ariandel. Vielleicht etwas wie der Sumpf. Der Sumpf oder das Ende allgemein. Das kann natürlich auch sein, dass man zum Ende muss. Aber ich glaube, das wäre ganz schön dämlich, weil ich habe das Ende, glaube ich, noch nicht gespielt. Ich kann immer nachgucken. Oh, warte mal, was ist denn hier? Wit! Seit wann gibt es denn hier die Kleidung? Okay, ein Glück bin ich nochmal hergegangen. Ich guck mal noch, ob ich den Boss gemacht hatte. Ich weiß es mit dem Charakter ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube wirklich nicht. Ich glaube, ich habe den nicht gemacht. Nicht mit diesem Char hier. Weil der ist auch nicht wirklich leicht. Der ist schon ziemlich schwer. Ne, warte mal, hier ist gar keine Wand vor. Ich habe den wahrscheinlich schon gemacht, wa? Ja, nee. Oder? Habe ich? Wir werden es ja jetzt sehen. Nee, da steckt die Flamme hier. Aber ich kann die auch nicht aktivieren, also. Hä? Ist das jetzt ein Bug oder was? Ja, ich hatte das Ende sogar schon gesehen. Und man kann hier immer wieder zu. Ist hier das Master Schwert? Sah gerade von weit ein bisschen aus wie das Master Sword von Zelda. Guck mal, das ist doch hier The Ringed City, oder? Das ist doch diese Stadt, die im Trailer gezeigt wurde. Alter, das sieht so krass aus. Das sieht so aus, als wenn man von der Decke nach oben runter guckt. Das ist doch dieser Ring hier. Vielleicht muss man ja hier wirklich. Vielleicht gibt es ja dann hier wirklich so das DLC. Ich kann es mir gut vorstellen, jetzt wo ich das hier so sehe. Aber gut. Werden wir ja in nicht mal weniger als 3 Wochen dann sehen. Gut, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war's jetzt auch schon. Ja, mehr gibt's nicht zu sehen. War eine kurze Folge. Ihr könnt mir jetzt dann mal endlich vielleicht mal schreiben, was soll ich als nächstes finden. Es gibt noch Ashes of Ariandel, kann ich. Achso, nee, es ist hier. Kann ich auch machen, aber ist, glaube ich, nicht so geil. Burg Lothric kann ich versuchen. Die Kerker.
Irititaal. Katakomben gibt's noch. Das ist der Sumpf, ne? Ja, das ist der Sumpf. Das ist das, was ich meinte mit dem Boden der hohen Mauern. Ja. Oder hier die Lothric-Mauer, aber da ist ja wirklich nichts zum Üben. Also wenn dann schon so ungefähr ab den Sumpf. Mann, immer Sumpf. Das ist kein Sumpf, das ist ein Sumpf. Wo es noch schwer werden könnte, wäre halt wirklich Burg Lothric. Das könnte noch wirklich hart werden. Also, falls ihr es euch nicht aussucht, ich mache das dann. Wie gesagt, schlimm ist es nicht. Wäre aber eigentlich ganz cool, wenn ihr das sagen würdet. Und warum der da alleine steht, ich weiß es nicht, der da hinten. Keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall nächsten Sonntag zu einer weiteren Dice Your Luck Folge von Dark Souls 3. Ich habe jetzt sogar neue Uniformen gefunden. Und bin mal gespannt auf The Ringed City. Ich hoffe, ihr auch. Mal schauen, wie es wird. Und ob das Finale auch gerechtfertigt wird. Nicht so wie in Ashes of Ariandel. Gut, jetzt aber wirklich bis zum nächsten Sonntag. Haut rein und ciao.